Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Transportfieber 2 Let's Play. Jo, wir sind hier im freien Modus und schon sehr weit. Und die Map ist so von einem Mod generiert mit schönen Seen und ja, Gebirge. Genau, und ja, jetzt sind wir mittlerweile schon im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Sagen wir das richtig. Und jo. Genau. Ich bin momentan krank, also ich habe jetzt nicht so viel Energie und Konzentration, aber sollte eigentlich schon gut gehen. Und ja, ich suche jetzt gerade noch eine Stelle zu einem Straßenbahnnetz oder so. Aber momentan warten nicht so viele Leute. Vielleicht, ja, nein, hier auch nicht. Und wir müssen hier noch Königs Wusterhausen anbinden, genau. Jo. Schauen wir einfach mal. Hier haben wir zwei am Warten. Deswegen diese Route. Jetzt vielleicht noch zu wenig Busse. Goldbus R. Andere Strecke. Die Stadtstrecke. Genau, hier haben wir auch wenig. Also momentan. Ja, haben jetzt gerade wenig zu verbessern. Wir haben ja im letzten Part verbessert. Und ich suche jetzt noch ein paar Routen. Ist es nicht angeschlossen hier? Es fehlt an Stahl. Hä? Okay. Ja gut. Wenn man also null Stahl in der Nähe hat. Da unten hätten wir das nächste. Machen wir halt etwas anderes. Ich finde schon etwas. Hier hätten wir Stahl, hier hätten wir aber kein Öl. Nix da drüben. Würde eigentlich gehen. Aber führt auch wieder durch die Stadt. Sulz am Neckar. Und es ist ein Wald dazwischen. Ja, ist jetzt nicht so gut. Ich dachte, ich könnte hier etwas raussuchen und easy ist es, aber es ist irgendwie schwer. Okay, jetzt muss wieder ein bisschen falsche Ding. Das da. Das wollte ich alle ausrüsten und so. Mal ein bisschen Geld für die Reparatur verschwenden. Okay, verschwenden ist es nicht. Also. Jo, es sind eigentlich wenig Personen unterwegs, aber wir haben einfach so gute Busse jetzt. Es gab eben neue Lastwagen, also da haben wir zum Beispiel die hier, die grünen. Das heißt, schauen wir mal die grünen an, sind es das die grünen? Das sind die grünen. 25 und 5, 40 und 7. Viel besser. 30. Immerhin besser oder die schnellere? Ne, die sind besser. So. Jo. Schauen wir mal überall. Müssen wir halt nochmal so ein bisschen besser machen. Das machen wir am besten hier wieder so. Also, hier haben wir noch Landauer auf der Straße. Also die Pritschen, die kann ich mal ersetzen. Aber die Strecke macht recht wenig Ertrag. Das Baumaterial, okay. Egal, einfach mal verbessern. Baumer Sang. Kein Kohlekraftwerk. Tja. So. Und diese Baumuft, das ist egal. So, Baumaterial-Ding. Das muss ich mal kurz schauen. Kann man hier irgendwie dorthin gehen? Irgendwo konnte man noch dorthin gehen. Also es ist einfach für Dinkelbühl das Baumaterial.
Ja. Das hier. Wo bin ich jetzt hier? Ich muss einfach ein Depot haben. Boah, es ist jetzt gerade ein bisschen kompliziert. Wo ist das nächste Depot hier? So, also machen wir doch mal. Ah, das haben wir wahrscheinlich noch nicht gemacht, weil wir einfach noch nicht genügend Baumaterial hier hatten. Genau. Gut. Und ja, hier wieder. Bis man das findet. Wetter. Die sind sowieso sehr alt. Und denkt noch viel besser. So. Aha. Öl und dann, ja, da fehlt immer noch die Pinke, das ist Kunststoff, glaube ich. Ja, schon ziemlich. Ja, eben der Stahl fehlt hier, genau. Boah, also. Weiterhin. Schauen wir nochmals kurz. Ja, es machen jetzt alle ziemlich Geld. Erdstahl Sand. Immer schön ersetzen. Toll. Und die Dabos kann auch mal ersetzt werden. Wir müssen einfach schauen, dass wir Busse haben. So, und dann ist noch hier eine Werkzeugfabrik entstanden. Ja, wenn wir Holz in der Nähe hätten. Holzblätter hier, ja, da drüben nützt uns nichts. Und nochmals ein Bauernhof. Alle Bauernhöfe gehen. Aber nur die guten, die schlechten gehen hier. Naja, ich habe ja das so eingestellt, dass wir nicht zu viele haben. So, immer die ganz alten. Ich glaube, die kosten auch viel mehr dadurch, dass sie alt werden. Oder? Also, da haben wir noch Baumaterial. Und ein Stahlwerk dort unten. Ja, okay, so weit hoch war ich aber nicht. Dass ich die Autos nicht fahre, machst du auch. Ja, vielleicht einen Zug mal machen, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich sollte jetzt noch nicht Züge machen, erst wenn wir Elektro haben. Also noch nicht viele Züge. Also, ich denke, wir verdienen jetzt genug mit diesen. Upgrades, da ist noch ein Bus, mega alt. Wo ist das? Oberharz. Okay, die alten Busse sind dort, wo wir die Straßenbahn haben. Ist noch nicht so. Okay, ein Kohlewerk. Cool. Nicht so wichtig, aber trotzdem. Ja, das ist aber auch nicht gerade so nützlich, wenn hier oben schon zwei sind. Naja. Wir haben halt ein bisschen Pech. Na gut, vielleicht liegt es auch an den vielen Bergen und so. Ah, okay. Wir sollen immer die richtigen nehmen, nicht Bus. Steinbus hat auch noch Leute. Ich dachte, wir wären fertig, weißt du? Aber jetzt haben wir noch einmal eine. Ich sag Bus, ja. Oberharz. Wich Oberharz, da ist das ja. Okay. Ah, das ist einfach falsch benannt, okay. So, ich muss das nur noch umbenennen, das ist nämlich die Straße und nicht das Ort. Marbe. Gut, eine Flüchtigkeitsfehler. So, und dann haben wir noch Werkzeuge Ziff, ist noch wichtig zu graden. Ich muss immer schauen, dass ich nicht plötzlich Busse habe auf einer Werkzeugroute. Ja, dann kann ich das einfach noch upgraden. So, der erste Elektrozug. Schön, schön, schön. So, also, haben wir irgendwo jetzt mehr Leute? Ich denke, die Busse sind einfach zu effektiv momentan, dass wir einfach nicht wartende Leute haben.
Schauen wir doch kurz mal ein bisschen weiter. Also hier unten interessiert es mich noch, ob wir irgendwo Brot, aber da ist die Farm auf der falschen Seite. Werkzeuge. Werkzeuge herunterliefern. Ah, nein, nicht Werkzeuge, Backsteine. Ja, es hat auch die Frage. Ja, also wird es sich schon lohnen. Komm, dann haben wir eine Strecke. So. Na, die ist jetzt auch nicht so weit weg. Ist es rechts? Ja. Gut. Also eine neue Strecke. Bin da. Da. Und die heißt Rüde. Baumaterial. Nein. Jetzt hast du schon wieder so weit weg. Oh, der Steinbruch ist auch gut gelegen, wenn es ein Botting Rüde, gell? Rüde. Baumaterial. So. Sehr gut. Also diese Einblendungen ist das Schlechteste von diesem Spiel. Es tut immer wieder das Schreiben abbrechen. Es geht so schnell weg. Es ist einfach voll das Schlechteste. Ach Mann, nur wenn hier noch Steine wären. Hey, machen doch mal ein paar. So. Rüde Baumaterial. So. Und hier haben wir Busse, genau. Oh. Okay. Sieht immer so doof aus. Also wir machen mal Busse halt die Stellen. Und dieses Mal machen wir mal ganz normale. Nein, hey! Oh, jetzt habe ich beides. Das ist doof. Hey, wie schlecht ist das Spiel manchmal gemacht? Lass mich doch hier einfach nebendran eine Bushaltestelle machen. Stört doch niemand. Eieieiei. Jetzt muss ich alles wieder neu machen. So, oh, ein Schunke F-13. Eines der ersten Flugzeuge. Wenn nicht das erste. Also, ich muss nochmals die Linie haben, bitte. Ja, aber jetzt richtig. So. Genau. Nicht wieder falsch irgendwie. Also, ich brauche das Tool. So. Dann haben wir hier Rüde plus R. Schön. Nochmals ein Bauernhof. Ja, voll. Wo ist der andere Bauernhof irgendwo hier unten? Hier. Oh Mann, oh. Ich habe mich so gefreut, dass ein Bauernhof irgendwo besser gespawnt ist, aber nein. Ja, es ist wirklich nirgendwo eine Lebensmittelfabrik. Hier unten. Wow. Okay. Dieses Ölwerk. Und wo haben wir, das war der, ja. Da haben wir auch keine Lebensmittelfabrik und auch kein Dorf, das Brot braucht, Lebensmittel braucht. Okay, wo waren wir? Wir waren da unten. Ja, danke schön. Ich wollte eben Busse holen, ne? Und hier müssen wir jetzt nicht so viele machen. Ich glaube, 3 Busse reichen für dieses Dorf. So, und dann noch die Linie von Rüdi nach Badhof Hunnef, okay. Rüde Bad A Bus R. Nein, Bus. So jetzt. Gut, und hier müssen wir dann mehr machen. Ganz viel mehr. Schön. Also die Busse, die sind perfekt. Ich mache die so gerne.
Also sie sehen einfach cool aus. Wir können ja mitfahren mal kurz ein bisschen. Aber schaut euch die Busse dann mal an. Okay, hier haben wir noch alte Busse. Man kann einfach hier oben auch sitzen. Heutzutage wird das nie mehr gehen. Kein einziger Bus hat oben offen, vielleicht in Hollywood noch, aber es wäre einfach viel zu gefährlich. Okay, damals waren sie auch noch recht langsam. So gefährlich war es, glaube ich, nicht. Okay, die Bremsen waren schlecht und alles, aber wenn einmal eine Vollbremse und alle Menschen fliegen dann hier vorne heraus. Aber sie sind so cool und sie bleiben auch so lange. Ich weiß nicht, wann die besten. Okay, jetzt kommt ein besserer Bus. Ja, vielleicht ist er auch nicht besser. Oh, das Krokodil. Okay, jetzt haben wir 1921. Bei 1927 ungefähr, wenn da ein etwas kommt, dann oh, das geht weg. Ja, ist eigentlich egal. Also wenn ein neues Fahrzeug kommt, glaube ich 27 oder so, dann werde ich mal stoppen die Zeit, damit einfach die Städte ein bisschen so bleiben und wachsen und man jetzt nicht unbedingt so mega viel wieder neue Fahrzeuge rausnehmen muss, also ersetzen muss und so weiter. Einfach solange es Spaß macht, also solange, also sobald es irgendwie langweilig wird, mache ich dann wieder weiter. Gut, ich wollte noch kurz, genau, ich habe da noch gesehen, es gibt alte Busse irgendwo. Da gibt es eine alte Lastwagen. Da. So, ist das da unten? Dann geschlossen. Immer diese doofen. Ja, ist da unten. Also ist der besser, 35, 40. Er ist für Ding besser, für Dörfer. So. Und dann haben wir noch den hier. Der ist auch dort. Und da machen wir wieder einen anderen Bus. So. Dann gibt es hier nicht so viel Stau. Oh, jetzt löse ich alles auf. Mano, man hat einfach zu schnell Zeit. Und hier haben wir schon die gelesen. Oh. Also die Zeit mag ich am meisten, weil es einfach von kleinen Häuschen mit 8 und so zu größer mit 16. Wobei eben, das sieht aus, als würden da irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 50 reinkommen. Das ist nicht so realistisch. Ja. Aber wahrscheinlich einfach wegen dem Balance. Sehen sie halt so aus, als würden sie 50 haben, aber sind es nicht. Gut, ja, und dann haben wir eben noch die schlechten Buslinien. Hier haben wir noch einen Bus zum Ersetzen. Das ist eine Verbindungsstrecke. Also so. Und da haben wir auch noch alte Busse. Und das ist City. Die waren langsamer. Also, dann haben wir hier Maschinen noch, das ist sehr wichtig. Oh, jetzt haben wir noch einen. Okay. Es gibt also mehrere von ungefähr dem gleichen Gespann mit oben offen. Dankeschön fürs Speichern, brauchte ich aber nicht. Dann haben wir hier noch alt. Und sind die jetzt das? Ja, sind einfach besser. Ja, ist auch eine Stadtstrecke. Gut. Dann haben wir hier noch eine. Und das ist eine Verbindungsstrecke. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ach komm, das lohnt sich. So langsam lohnt sich die beiden. Also, dann haben wir hier alt. Das haben wir jetzt 22. 1922. Neuer Güterbedarf benötigt jetzt Maschinen. Okay. So. Hier auch.
dann haben wir bald alles, hoffentlich. So. Okay, hier haben wir noch ein paar Minus. Also Redebart Habus könnte einfach... Aha, ist noch neu, deshalb geht schon besser bald. Die sind neu, deshalb sind sie Minus. Und hier können wir auch noch ersetzen. Tiefer, desto besser. So. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles wieder aufgefischt. Schon wieder. Okay, weil wir so gut sind und genügend Geld haben. Das ist mal einfach viel besser. So. Jetzt schauen wir nochmals auf dieses Hauptquartier. Okay, das ist immer noch. Es ist 13, aber noch nicht. Doch, es ist größer. Klar ist es größer. Okay. Jetzt haben wir die zweite Ausbaustufe. Jo. Hier hätte ich Lust, ein bisschen Buslinien zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also, fangen wir hier an. Jetzt haben wir auch wieder neue. Sind die einfach größer? Dann machen wir die hier doch mal rot, ja. Hier schön ans Ding das Wasser machen. So, und hier auch ein bisschen höher. Und das wäre Kupf. Das Kupf. Nichts. Kupf. Bus. Ja. Schön. Wunderbar. Also. Oh, muss ich ein paar rausnehmen. Ich mache jetzt einfach mal auf Bus her. Dominic, was? Dominic, Eisbrunn, Stahlwerk, okay. Jo, nächste Linie. Und hier ist zurück. Kupf, Bein. So viel. Kupfsteinbus. Schön, und jetzt kommt die gute Route dann. Hier nehmen wir Quarzen. Also hier also. Kupferberg, Chemiefabrik. Das kann es in der Nähe sein. Drüben. Chemie hätten wir hier jetzt. Stahl hätten wir nicht. Am Stahl liegt's immer. Also dummer Stahl wird nicht produziert. Tja. So, eine schöne Stadt. Sulz. Ja, das Sulz kennt ihr. Sulz, der auf den Käse kommt. Kräutersulz. So, Sulz, Bus, hier. Schöne Bus, hier. Und ein Eisen. Ja, bald haben wir die Stahlfabrik hier im Grunde. So, also. Muss hier hochgehen. Ja. Oh, coole Kutsche. Die erste Kutsche. So. Und dann haben wir noch von hier bis hier. Und zwar die Sulz Buslinie. Hui, ganz viele Buslinien. Hui, hui, hui. Ich bin total konzentriert momentan. So. Okay. Oh. Ja, okay.
die bringt es nichts mehr, wenn die unten ist. M300 mit 100 Stunden. Okay, so, wir haben 24. Also bringt es auch hier Höllbach. Ich mach mal hier irgendwo noch ein Depot. Und das die schließen wieder ein Sägewerk. Okay. Doch kein. Ey, das nervt so. Wow, schön. Ganz viele Schließungen scheinbar. Okay. Und hier nehmen wir. Ja. Die da. Ja, vielleicht etwas hier oben. So. In Heuber. Okay. Nicht Heubach, sondern Heube. Wegen der Linie. So. Wunderbar. Domitsch, Ölfabrik, okay. Heube. Sehr. Also. Ah, ich habe die falsche Ding gemacht. Sagt mir das niemand! Daneben, Depot. Nein. Konzentration ist unten. Auch ein Konzentrationsspiel. Nein. So, ja. Ist nicht zu sehen. Okay, und dann haben wir die letzte Linie für heute. Ja, denke schon. So. Heub, Sulz. Ich hoffe, heute habe ich nicht so viel falsch gemacht, also ich das Depot jetzt vorher nicht gemacht. Ansonsten, ja, Lagerding. So, Apes. Dann, ja, ich wollte kurz schauen, wie es heißt. LKW-Station habe ich gemacht, sondern ein Depot. Also, dann, ja, die Warenfabrik ist doch erst gekommen, oder? Unten ist halt auch cool zu verbinden. Aber ja, jetzt haben wir langsam wirklich genügend Geld, mal wieder eine Zuglinie zu machen, zum Beispiel von hier nach hier oder so. Oder so und dann hier drüber. So richtig schön schräg hier drüber. Das könnten wir dann machen. Aber ja, wir müssen irgendwie die zwei Städte noch verbinden. So ein Merkur gab es jetzt, okay. Flying Scots, man. Ich glaube, das ist der Ding. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt weitermachen soll. Ich mache jetzt einfach mal Stopp. Passiert. So. Weil ich will jetzt wirklich schauen, dass die Städte mal, ja, genau, diese Wolkenkratzer bekommen und alles. Und hier können wir so langsam, glaube ich, mal eine Buslinie machen. Eine Tramlinie, meine ich. Jo, und hier ist immer noch Bus. Von der 3 nach. Aha. Geht's hier hin? Die 1. Ich könnte hier aber den Bus. Ja, es ist besser, wenn es so ist. Gut. Ich dachte eigentlich, ich könnte den Bus nur hier hinhalten lassen, aber dann ist ja die Tramstation sozusagen nicht dort. Könnte die Tramstation, also die Tramlinie, so einen Bogen machen lassen? Ich schaue jetzt gerade kurz mal, aber die Straßenbahn ist da oben. Wird das Tram. Irgendwie wendet, wisst ihr? Ah, jetzt kommt die Straßenbahn. Gucken, wie das hier im Boden wird.
Marburg bleibt auch Backstein. Den Baumaterial. So. Komm, komm. Okay, es wendet sofort, also es bringt nicht so viel. Wir tun einfach die Aufmotzen noch. So, und kaufen einfach neue. So. Ah ja, genau, noch den. Alle gehen, hier noch alle ausrüsten. Und alle reparieren lassen. So, genau diese Stadt hier muss noch gemacht werden. Königs Wusterhausen. Jo, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Dragobuster. Tschüss.